Guten Morgen. Wie geht's euch? Alles gut? Ach Mensch, ja. Bei uns geht's auch. Ich räume heute wieder mal auf. Ist unglaublich, wie viel Müll immer so anfällt. Der ist unglaublich. Was man alles so wegwirft. Ja, und danach mache ich weiter ein bisschen Internets. Oder fahr ins Auktionshaus, ich weiß es noch ja nicht, was ich heute mache. Ja. Die Brötchen fassen sich außergewöhnlich gut an. Hat mich auch 4 Euro noch was gekostet. Ich hab noch ein Brötchen, aber... Wo warst du denn? Das dauert zu lange zum Backen. Ich hab mit der Kochstadt hier drin. Das ist doch so teuer. Ich hab meinen Puls. Asperger-Syndrom. Frau Doktor, wann schreiben Sie denn Ihre erste Arbeit über das Asperger? Was? Weißt du nicht. Wer bin denn sonst? So. Oh, nächste Fach. Mann, so viel. An Marlies Müller. Ein paar Sachen habe ich aussortiert und der Rest. Keine Ahnung. Rucksackel habe ich neu von Original verpackt. Der kommt noch jetzt zu den anderen, die ich noch habe. Oh. Zack. Da haben wir sie. Das ist verkauft. Brauchst du eine Leitung für eine Kamera? Oh Mann, ich bin fertig. Na denn? Und der trocknet nicht und trocknet nicht hier drin, ey. Ist das ein Scheiß, ey. Das muss ich heute sauber machen. So, jetzt zu den zwei. Aber Nachbarhaus haben sie richtig angesprüht. Ach, echt? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen von Weitem. Bei, also die Richtung. Ja, furchtbar. Das werde ich wahrscheinlich nicht abkriegen von der Plane. Und beide Seiten wohl angemalt. Ja. Ja, mein Plakat haben sie auch noch angesprüht. Jetzt. Da steht THC und dann einmal THC. THC? Die schmieren alles voll. Heißt das Krieg? Da, und da steht War. Ja, Krieg. Ja, ich keinen Bock drauf. Willst du das sauber machen? Naja, jetzt kommt weg, das Plakat. Jetzt krieg ich ja nicht mehr sauber. Oh. Muss ich neu machen lassen. Was denn? Das Plakat, das wird voll. Kostet wieder 100 Euro. Mindestens. Das Plakat, die wir toll, haben. Danke. Echt Papa nett, ja. Plakat. Macht mal euren Krieg, aber macht den ohne mich. Ja, wir haben schon genug um die Ohren mit Geld. Ja. Ich wünschte mir, mein König und König. Wir haben es trotzdem auch nicht gut. Das ist ein Reich! Nicht jeder ist reich. Okay, wir werden mal los, das Plakat runterholen jetzt. Hallo, hilf mir. Das kann ich. Boah.
ich mal weiter in diese Richtung. Mal ein Stück Lappen und gucken mal, ob das abgeht. Wahrscheinlich geht die ganze Farbe ab. Nein, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Das Benzin ist giftig. Und stinkt. Na super. Das kriegen wir leider nicht hin. Aber es ist ätzend. Ich hab keinen Bock, das macht keinen Spaß. Das ist alles geht kaputt, alles. Nichts läuft so richtig. Das ist die Loki hilft. Tja, jetzt kommt es wieder runter. Mhm. Und Luki hilft mir. Stichst du ab? Ja. Jetzt holen wir das Auto. Jetzt gehen wir zum Spielplatz. Da steht das Auto. Okay? Dass wir gehen zum Spielplatz spielen. Nee, Auto holen. Das Sofa ist tabu, 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 tabu. Das ist deine Ecke. Das ist nicht der Regenschirm. Ja. Ihr seid schon. 0173. Ich hab bloß das Schild schon gelesen. Punkt 0173. Und ich sage, Anouk soll leise sein. Ja, das kannst du sagen, aber ich muss Anouk noch lange nicht, deswegen. Ja, aber das muss sie. Nein, ich mach das so weg, wenn mein Papa es sagt. Was? Dann machst du das? Das habe ich jetzt hier auf Band. Das machst du nämlich nie. Okay, ich mache es nie. Ja, aber das musst du jetzt machen, weil du hast es ja gesagt. Mhm. Gut, okay. Also wo gehen wir jetzt hin, Mama? Wir fahren zum Kino. Ja! Welchen Film? Wir dachten, wir gucken jetzt Ralf. Ja! Oder? Ja! Ralf. Wie? Oder? Na, Ralf. Ja, Ralf! Ja. Mit Google? Ja, die geht ins Internet und der hat gesagt, oh, du bist, ja, der hat nämlich Google gelesen. Google. Oh Mann, ich hab doch das mal als Videospiel ausgesucht, aber man muss gar nicht mal spielen. Man kann einfach nur gucken. Lura wollte immer die Werbung gucken, aber ich habe immer nein, nein gesagt, aber wir haben immer so gemacht, wer die Filme aussucht. Too much information. Aber das sagen wir dir nicht.
euch gefallen? Ja! Wir waren im Kino und sind jetzt wieder zu Hause und ich freue mich, dass hier noch ein Schluck Kaffee steht. Nö. Ich will jetzt eine Briefmarke kaufen. Was kosten die 70 Cent, war es gesagt. Ja, schmeiß ich das Ding ein und muss ja weg. Heute kriegen wir Besuch vom, von wem eigentlich? Medizinischer Dienst der Krankenkasse. Medizinischer Dienst der Krankenkasse. Weil wir sind noch nicht mehr normal. Muss man erstmal nachgucken, ob wir noch lebensfähig sind. Pflegestufe oder keine Pflegestufe, das ist hier die Frage. Pflegegrad. Was für ein Scheiß, ey. Und das hat bestimmt so Geld gekostet, das umzubenennen. Ja, es gibt auch nicht mehr Pflegegrad 0. Jetzt gibt es nur noch Pflegegrad 1. Ja, 0 ist 0. 0 ist nichts. Das ist wahrscheinlich sowas Leichtes wie 1. Bonjour, madame. Que est-ce mon dre préfère? Mon nom Prefer est. Was deine Telefonnummer ist. Ja? Da steht one. Das können wir nicht mehr kontrollieren. Also, nom. One nombre. Nombre ist Nummer. Okay, ist das Spanisch? Das ist die Frage und das darf Prefer, erste. Preferé. Que est ton nombre? Aber hier hast du nombre falsch geschrieben, du hast nondre geschrieben, so eine Nonne. Nondre. Nein, das wird so geschrieben. Nein, das wird nicht so geschrieben, es wird so geschrieben. Upsi. Upsi, sagt der Pupsi. Hey. Aber ich hab hier noch was für dich. Mini, ja. Ja. Je veux pas avancer, aber bitte sprich weiter. Ich habe schon eine Tischart, wenn die nicht kommt. Ja, wenn die nicht kommt. Das ist wirklich gut. Das ist auch Französisch-Deutsch. La Valise. Der Kucker. Hier, das ist wirklich toll. Da ist alles drin. Kannst du das in die Schule nehmen? Le home et les femmes. Le home et les femmes. Le polé. Le polé. Oder so. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja. Das ist ja. Die Aussprache ist natürlich. Le polé. Ja, das ist super. Du musst uns das beibringen. Die kann uns alles sagen, was die Leute von uns wollen. Die Tätowierung. Le Tatouage. Ja, so wird es ausgesprochen. Tatouage. Die Brüste. La Poitrine. La Poitrine. Oder so. Brüste. La Poitrine. Das Skelett, das würde ich nicht Muskeln, machen. Skelett. Weichteile. Gesicht. Linke. Ist das 13? Ja, 13. Aber guck mal, hier ist 13. Hier ist 13. Der Pony. Der Pony. La Frange. La Frange. Einmal La Frange, bitte. Viva La Frange. Dicker Mann. Dick. Dick ist groß. Groß. Dick ist groß. Dick. Groß. Hey, das kann ich mir ja ganz gleich merken. Groß. Klein ist petit. Grand ist groß. Grand. Gross. Gross.
Schlank ist. Minze. Minze. Keine Minze. Ahnung. Minze, lecker, ich brauche eine Minze. Attraktiv ist. Seduisant. Seduisant. Was so wie Schokokroissant. Wie Schokokroissant. Seduisant. Ich hätte gerne ein attraktives Seduisant. Schokokroissant. Le Clown. Na, Fakt ist, hier steht alles drin. Ne? Gewürze. Also es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Von Menschen, Behörden, von Straßen, Transportmittel. Von Fahrrädern. Fahrräder. Würde ich lernen. La Schengen. Was schreibt sie schon wieder? Ja, was machst du da? Simon. Dachte ich doch. Er hat geschrieben, guten Morgen. Er hat jetzt auch geschrieben, guten Morgen. Da dachte ich nur, Simon, die Spinne, nein. Das ist einfach so schrecklich. Also ist mein Haustier. Ist das wirklich ein Haustier, Baba? Mal, ist Simon ruft an. Simon ruft an? Dran. Videoanruf, wie geht das? Simon? Mensch, Simon, man kann dich ja sehen. Hallo. Mann, hey, Opa. Schön, dich zu sehen. Wir machen uns voll Sorgen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hast du uns einen Vollschreck eingejagt. Oh. Du musst mal irgendwo empfangen. Warte, ich geh mal kurz. Ich geh mal ein bisschen. Manometer, ey, wir haben uns echt Sorgen gemacht. Also machen wir uns immer noch, aber es ist gut, dich zu sehen. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, das ist nicht viel. Oh Meier. Oh Mann, ey. Ah. Ja, ist total lieb von dir. Das heißt, ich bin gestern Abend hier hochgekommen und ja, mach langsam. Werd erstmal gesund und dann ganz in Ruhe. Du musst irgendwas machen. Ja, ja, na klar. Ja, ja, Kugel wieder bauen. Ja, wird schon. Wird schon irgendwas finden. Diese Spinne. Das ist wirklich sein Haustier. Das ist echt furchtbar. Oh Mann, aber wenigstens geht's ihm gut. Ja, aber sieht schon noch geschafft aus, ne? Ganz rot. Ach Mann. Engländer, wie sieht's so aus? Oh. Hier beide Sachen sind gleich geschrieben. Lepinus. Der Penis. Le Penis. Der Penis. Das hast du sehr schön herausgefunden. Das ist die einzige Seite, die dich interessiert, oder was? Nein! Ich hatte da gerade mehr. So, liebe Leute. Was machen wir heute? Den Computer auf. Und ich stelle heute den Swimmingpool ein. Wer sich erinnert, Neukölln-Trödeltour. Wollen wir mal gucken, wie viel so ein Ding wert ist. Wahrscheinlich nicht mehr als 20 Euro, aber egal. Fakt ist, den stelle ich jetzt ein, weil wir haben leider kein Grundstück und nicht die Möglichkeit, den irgendwie aufzubauen. Weil ansonsten, ich meine, ich würde den ja glatt behalten. Der ist nagelneu, der ist eingeschweißt gewesen. Also ich habe ihn jetzt aufgemacht, habe nachgeguckt, ob die Pumpe auch drin ist. Das ist wichtig. Die Pumpe ist drin. Das ist schon mal schön, ob die Leiter nun komplett da ist oder sowas an der Seite drin steckt, war jetzt egal, aber eben diese eigentliche alles ist alles da. Ja, dann schauen wir doch mal. Wo war das Ding einstellen? Bei eBay Kleinanzeigen wahrscheinlich. Weil muss ja abgeholt werden, Versand ist wahrscheinlich nicht so doll. Und in hier, ich meine, heute ist schönes Wetter. Wenn die Leute rausgucken, denken, oh, ein Pool könnte ich gebrauchen. Wer weiß, wer weiß. 4,50 Meter Durchmesser Rundpool, das ist das, was wir haben zum Selbstabbau.
Gebraucht 500 Euro. Ja. Ich will ja so viel dafür ja nicht haben. Ich weiß ja nicht, was ich dafür aufrufen soll. Was soll ich denn dafür aufrufen? Für den Pool. Keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie der überhaupt heißt, der Swimmingpool. So, wie heißt denn der Swimmingpool? Die Verpackung sieht furchtbar aus. Der heißt Nautico Deluxe Komplett Pool Set. Nautico Deluxe. Komplett Pool Set Nautico Deluxe. Neu, nie. Schreibt nur so, was ich weiß. Plane noch eingeschweißt. Zum Saisonauftakt. So, und dann wieder sprudelt es wieder. Das ist wirklich. Ja. Sammler kannst du ja nicht schreiben. Obwohl, ist ja fast schon so alt. Auf die neue Badesaison. Was schreibe ich denn? Ich schreibe 100 Euro Verhandlungsbasis. Ich meine, das ist ja nichts. Aber ist der in Ordnung? Ist eingeschweißt alles. Achso, ist neu. Der ist neu. Ist nur ein 100er. Das ist nichts. Das Ding ist 4,60 Meter im Durchmesser. Das ist schon ordentlich. Alles original verpackt, alles unbenutzt, ja. Das Einzige ist, der Karton war schon offen und da sind eben an der Seite auch so Kleinteile und ob die fehlen, weiß ich, oder komplett sind oder ob da einer was rausgeruppt hat, weiß ich halt nicht. Also für die Leiter oder so. Aber innen drin, das Pool, die Wand, die war komplett nochmal eingeschweißt. Also es war noch zu original, das habe ich aufgemacht und habe geguckt, ob die Pumpe drin ist, weil die Pumpe ist aus Metall, die könnte jemand mitnehmen einfach. Da ist Kupfer drin. Motor ist da drin. Ja, vielleicht braucht er auch immer nur die Pumpe oder sowas. Ja, und deswegen habe ich geguckt, aber die ist drin, die ist original verpackt, die ist auch gut, die ist top, nie benutzt. Also alle drinnen. Warum das denn jemand das wegstellt oder so? Naja, das hat keiner gebraucht haben. Und wenn man nur die Plane sich kauft, um einen Gartenteich zu machen oder was weiß ich was, keine Ahnung, das kostet auch viel, so eine Teichplane. Ich glaube, so eine Swimmingpool-Plane ist da nicht billiger, wesentlich. Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit hier wegen Laden vorbereiten und so. Ich werde morgen nochmal runtergehen, da werde ich dann die ganzen Fahrräder im vorderen Bereich, die werde ich alle abschaffen, also die, was nicht Laden ist. Und die sind alle dort hier so in den Gängen hängt und so. Ich muss abschaffen. Ja, bei mir ist. Oh, wir haben ja auch nochmal eine ganz andere. Ja, bei mir ist es wirklich. Also, ich würde immer jederzeit Dinge immer noch haben oder halten wollen, die natürlich eine Wertigkeit haben oder so. Oder wenn es die Wertigkeit des täglichen Bedarfs ist, irgendwie, dass man eine Vase oder was auch immer brauchen kannst. Also. Aber ansonsten. Schaffe ich alle da. Alter. Und dann hält man halt wirklich nur noch echte Werte. Ja, manchmal in der Wohnung. Das kann ich. Oder auch nicht alles mitnehmen, wenn wir umziehen sollten. Zum Beispiel kann ich mich mit diesem Schrank da vorne immer noch nicht anfreunden. Der ist so. Was ist denn los mit dir? Ach oh, Mann, dieser schöne Schrank. Ich habe nur nichts gesagt, weil du dir mit so viel Mühe hier reingekloppt hast und selber eigentlich unglücklich warst, wie es hier aussieht. Und dieses schöne vorne mit dem Schubfächerschrank und dieser kleine Tisch, das sah so nett immer aus, ja. Und dann jetzt steht dieses Monster da vorne. Du böses Ding! Hättest du mir ruhig sagen können. Das weißt du ganz genau. Ich hab's dir gesagt, dass ich ihn nicht gut finde, aber du hast ihn mit so viel Mühe. Eingebracht. Oh, das war ein Horror. Letztendlich ist es ja gut für die Sachen, die da drin stehen, ist es in Ordnung, aber der Schrank selber, ich finde es auch total scheiße, dass das Fenster bedeckt ist und ich mag ihn nicht sonderlich. Hast du mit dem Schrank hier vorne wieder ganz anders? Der passt da ganz prima rein, ne? Mann, wir brauchen eine Wohnung, wo das alles reinpasst, weil dieser Schrank ist eigentlich schön. Den Schrank kann ich aber gut verkaufen. Wie kannst du denn sagen, du findest den echt scheiße? Ich
Wieso? Das ist ja mein. Nee, ist nicht gemein. Ich bin ganz lieb sogar. Ich bin ganz lieb sogar. Okay, dann kommt er weg. Stellen als Option ein. Nein, so, Tommy. Stellen als Option jetzt ein. Doch. Gut, dann kriegen wir hier nie wieder raus. Außerdem ist es ja gut mit den Sachen, die da drin stehen und die ganzen Unterlagen, die da drin sind. Das ist in Ordnung. Jetzt so wie es ist, ist es in Ordnung. Aber es ist nicht meine Ebay. Ben? Nein. Tommy. Ich hab ihn drin bei Ebay. Nein, hast du nicht drin. Doch, ich hab ihn bei Ebay sowieso. Wieso hast du ihn drin? Ich hab den schon seit Anfang an bei Ebay drin. Aber da kann er drauf gehen? Ich hab ihn für 4.500 drin. Lass sein, bitte. Ich also wüsste gar nicht. Tommy. Tommy. Ich wüsste gar nicht, wohin damit, mit den ganzen Sachen, die da drin sind. Ah. Nein. Proteinkasch. Doch, Tommy, bitte hör auf. Man darf dir nichts sagen. Du bist sofort eingeschnappt. Das bin ich nicht. Ich bin konsequent. Warum? Lass ihn doch jetzt da stehen. Was willst du denn da für eine Alternative hinstellen? Gar nichts. Ein Klavier, noch ein Klavier, ein Flügel. 4.500 Euro, da ist er. Und ist einer, der... auf dem Foto ist nur der halbe Schrank sogar drauf, so groß ist der. Guck. Ist der groß. Senke den Preis dieses Schrankes jetzt. Was hat sie klingelt? Was ist denn Ding? Mama, zeig doch mal Keks! Die gute Frau war da. Die war lange da, oder? Nein. Anderthalb Stunden oder so. Na, mal gucken. Oh, das ist ja 56 Euro. Gebote 17. Was? 17 Gebote? Ja, das reicht denn, das ist dann für die Kisten quasi. Reicht das. Die Kosten für die 7 Kisten. Jo, der Tommy ist im Laden. Nachdem wir auch geklärt haben und als lächerlich befunden haben, geht das jetzt mal hier los. Also, ich brauche eigentlich nichts, ich muss nur aufräumen. Kann man halt aufräumen. So, dann schauen wir mal. So, jetzt, ich habe mich dazu entschlossen, hier alles abzuschaffen. Das ist natürlich totaler Quatsch, das werde ich nicht machen. Aber ich werde jetzt hier vorne diese ganzen Rahmen, Räderrahmen etc. So halt. Das ist alles, das hängt ewig schon. Ja. Das hier hoch, das Sesselrad. Das hier alles, das werde ich jetzt alles einstellen. Dann machen wir blockweise oder sowas, das ist mir urreal. Das soll einfach nur weg, weil es mich belastet. Es ist nun mal so, es belastet mich. Einfach dieser ganze Kram belastet mich. Ich will jetzt weg haben. Soll nicht sauer sein, liebe Leute, aber manchmal ist das halt so. Und das habe ich schon öfter gehabt im Leben. Da muss das einfach alles weg. Tja, ich bin also im Laden und ich habe hier zum Beispiel jetzt ein Problem mit einer Kundin. Mit einem Fahrrad, das seit Monaten nicht abgeholt wird. Also ist jetzt schon fast ein Jahr alt hier, dass es hier steht. Und jetzt wird es geschlachtet. Ja, die kommt das definitiv nicht mehr abholen. Und jetzt baue ich das Teil wieder aus, weil ich eingebaut habe. Das war nämlich nur ein Marathon Plus hinten, den ich eingebaut habe. Und dann kommt der Rest. Wird einfach so verkauft. Wie das ist. Und ich gebe mir auf den Sack. Das Teil, guck mal, ich habe so 2-3 Räder im Jahr eigentlich immer, die nicht abgeholt werden. Das ist schlimm. Statt die Leute einfach kommen und sagen, du pass auf, ich kann mir das nicht leisten, kannst du das Rad behalten. Ich kann mir die Reparatur nicht leisten, behalt einfach und mach daraus irgendwas. Und dann ist gut. Aber nein, die sagen, nee, komm, reparier das mal bitte, selber so gut. Und so, und dann steht da die Blase drauf. Jetzt habe ich hier einen neuen Reifen drauf. Der steht seit einem Jahr hier rum. Ich kann nicht verkaufen.
Ich habe Arbeit investiert und alles. Ja, und jetzt schlachte ich das Ding auseinander. Also ich werde zumindest das Hinterrad ausbauen und den Reifen runterholen wieder. Das ist ja alles, hinfällig. Das ganze Rad ist im Arsch eigentlich. Kannst du halt vergessen. Lärmdynamo ist halt drin. Das ist okay, aber eine Fahrt. Jetzt brauche ich Handschuhe und dann geht's los. Na gut, dann fangen wir mal an. Das ist ja so wie so wieder ein Test fürs neue Jahr. Ob ich es noch kann. Also 15er. Tja, und ich muss mir was überlegen, sodass sowas nicht mehr vorkommt irgendwie. Ja, wie gesagt, alles andere bleibt dran und kommt dann zur Auktion. Wobei, wie gesagt, bei so einem Rad, also da wird nicht viel kommen. Also ich werde das auch als Position einstellen. Das ist der absolute Ätz, ist das eigentlich. So eine Arbeit machst du zweimal, ey. Und ich habe die ja noch getroffen ein paar Mal. Und jedes Mal hat sie gesagt, ja, ich komme nächsten Monat, ja, ich komme nächsten Monat. So, und dann irgendwann hat sie sich nicht mehr hier blicken lassen, ist hier nicht mehr vorbei. Weil sie sich, naja, das war ihr auch peinlich, ne? Jo, dann machen wir mal. Neuer Schlauch, neuer Mantel. Den verschenke ich natürlich nicht für einen Apfel und ein Ei. So, das kriegt der nächste. Das ist noch ein neues Ding. Na, wo ist er? Gut, Hammer. Ist ja eigentlich ein gutes Rad, ne? Ist ein, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, hatte das Herkules oder irgendwas. Dreigangschaltung, Lärmdynamo. Jetzt ist eigentlich alles tippitoppi. Hinterrad war halt platt. Also total kaputt. Ja. Jetzt kommt es in eine Versteigerung. Weg mit dem Scheiß. Gut, liebe Leute, ich bin fertig mit dem Video hier unten, was ich gemacht habe, kurz für eBay eigentlich, oder eBay Kleinanzeigen, weiß ich noch gar nicht, wo ich das hochstelle. Hab ein paar Fotos gemacht und tja, jetzt gehe ich wieder nach oben, schneide das Video, stelle die Sachen ein und dann schauen wir mal, was sich da ergibt und mal gucken, wie schnell es geht. Dementsprechend schnell kommt auch wieder ein neues Angebot von mir an euch. Ja? Und wer will oder so, kann sich gerne hier am Schrott noch an dem Wheeler bedienen oder so, das gibt es dann. Wenn er wollt, könnt ihr sowas auch noch mit haben. Oder hier. Ein eigentlich geiler Rahmen. Ein Giant STP2. Da oben leider gerissen. Also wer nur als Treiderad aufbauen möchte und keinen Sitz braucht, sägtet ab, macht einen Stöpsel drin, fertig, Treiderad fertig. Und ein geiler, stabiler Rahmen. Bis auf die Sattelstütze offensichtlich. Denn wenn man die zu weit rauszieht, was die meisten ja machen mit diesen Rädern, das ist nämlich das Problem. Ja, diese Trailräder, die sind ja immer sehr steil abfallend nach hinten. Und die meisten, die wollen dann ganz normal damit fahren. Ja, und ziehen dann die Sattelstütze so weit raus, dass sie nur noch so weit drin steckt. Ja, und dann reißt sie natürlich ab. Bei dem Hebel, den man dann hat, ja, und man setzt sich drauf, fährt über einen Huckel oder so, bup, bup, ja, dann reißt es natürlich, ja. Und das ist genau das Problem, was da passiert ist bei dem Rahmen. Also der ist nicht totgefahren oder irgendwas, sondern er ist einfach nur, wie sagt man, unfachmännisch eingestellte Sattelstütze und damit die fahren wollen. Schade um den Rahmen, aber es passiert. Ja, das war schon wieder ein bisschen Fachwissen, Fachgeschwafel von mir. Jetzt werde ich noch dieses wunderschöne vielleicht Becken hier fotografieren, denn ich werde es wahrscheinlich doch nicht einbauen. Ach, das ist wirklich ein tolles Becken. Also wirklich, das ist wirklich toll. Weiß ich gar nicht. Ich lasse es noch. Ich lasse mir was einfallen dafür. Ach Mensch, das ist auch schwierig mit mir. Ich kann mich nicht trennen von diesen alten Baumaterialien, Bauteilen, Baubedarf, antike historische Bauelemente. Das finde ich zu geil. Die Lampe hier stelle ich ein. Zack. Ja, so einfach ist das, die Lampe. Und dann auch das da oben. Mal ein bisschen was
abgeplatzt ist. Oh. Dass einer sagt, oh, das haben sie gar nicht erwähnt. Ja, ja. So ist das. Ich erwähne ohne alles. Ich sage nur alles. Ich brauche jetzt einen Schlüssel für oben. Ich gehe nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, keine Bange. Ich bin auch da. Wir haben die letzten Tage mal ein bisschen Ruhe gebraucht. Wir mussten noch ein bisschen alles verarbeiten. Und ich meine, wie gesagt, der Opa hat einen Herzinfarkt gehabt, einen ganz schweren. Und waren wir halt da. Ist mal ein bisschen zerstört. Also es ist ja wirklich viel passiert. Ich meine, der Bruder von Mali ist gestorben. Ja, und unsere Katze ist gestorben. Dann kriegt Opa einen schweren Herzinfarkt, den er gerade so überlebt hat. Und wir sind echt glücklich. Der hat sich heute gemeldet. Und es ist echt toll zu sehen, dass es ihm besser geht. Und das ist ein bisschen viel. Und dann braucht man manchmal ein bisschen Abstand, ein bisschen Pause kurz. Und das ist nicht böse gemeint. Also wir sind nicht aus der Welt. Und ja, so ist das Leben. Also es ist ja mal, ist ja nicht gefaked oder irgendwas. Man könnte ja echt denken, das ist irgendwie, das ist absurd eigentlich, was alles so passiert. Ja, und dann macht man sich natürlich den Kopf und denkt sich, hier hast du diese 50.000 Rahmen zu hängen und du kriegst sie ja nie im Leben aufgebaut. Wo willst du denn deine Zeit noch vergeuden? Also nimmst du nur die wesentlichen Sachen. Ja? Wirklich das Wichtige machst du denn fertig. Und das Wichtige, darum kümmere ich mich jetzt. Und dazu gehört erstmal hier ein bisschen Platz zu schaffen, ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen Luft zu bekommen, ein bisschen Last von den Schultern genommen zu bekommen, im Sinne auch von Arbeit. Denn jedes Mal, wenn man hier runterkommt, dann sieht man ja nicht nur diese schönen Sachen, diese Dekorationen, die man hat, sondern also ich persönlich sehe dann auch, ich habe noch wahnsinnig viel Arbeit. Und diese wahnsinnig viel Arbeit, das will ich einfach ein bisschen, das ist ja nicht notwendig, kann man so ein bisschen verteilen. Es gibt andere Leute, die sind auch interessiert, die wollen auch was machen, die sind noch so voll geladen und so. Und wir haben im Moment so viel zu tun und so viel um die Ohren mit Lumen, mit der Familie, mit dem Geschäft, mit der Schule von Anouk. Und das ist schon besser, wenn man das ein bisschen drosselt, sag ich mal. So, und da möchte ich jetzt nicht mehr noch diese ganze Last unbedingt aufheißen. Ja. Ich behalte die schönen Sachen auf alle Fälle und die werde ich in Ehre halten und werde die pflegen, hüten, machen, tun. Und ihr werdet ja die ganze Zeit mit dabei sein. Ihr seid ja mit dabei. Ihr seht, was passiert hier im Laden, wie sich das entwickelt. Und wir schauen mal, wie es sich entwickelt, ob es sich entwickelt, was da noch kommt. Ja. Also, seid nicht sauer. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Macht es gut. Schön, dass ihr dabei seid auf alle Fälle. Bis dann. Ciao, euer Tommy.